Gekrümmte Oberflächen zeigen eine Druckdifferenz. Wie kann es zu gekrümmten Oberflächen kommen? Ein Grund ist der Randwinkel. Wenn wir drei Phasen in Kontakt bringen, dann versuchen sich die drei Grenzflächen, die sich bilden, hier rot, grün und blau gezeichnet, jede zu minimieren. Das bedeutet, sie suchen eine Oberflächenenergie, die optimal ist. Die Grenzflächenspannung zwischen Gas und Feststoff wirkt in die schwarze Richtung, die von Flüssigkeit und Feststoff in die rote Richtung und die von Flüssigkeit und Gas in die blaue Richtung. Jede Kraft, jede Oberflächenkraft sucht diesen Randpunkt nach einer Richtung zu verschieben und das geht so lange, bis sich ein Gleichgewicht einstellt. In der Art Cosinus Theta ist Gamma S minus Gamma LS durch Gamma L. Nichtbenetzung bedeutet, der Randwinkel ist größer als 90 Grad. Wir sehen hier ein Beispiel: Wasser auf Paraffin oder Quecksilber auf Glas zeigt genau diese Nichtbenetzung. Wenn der Randwinkel kleiner als 90 Grad ist, haben wir Benetzung. In der Tabelle sehen Sie einige Beispiele von Benetzung. Und wenn die Benetzung komplett ist, wenn Alpha oder Theta gleich 0 ist, dann spricht man von Spreitung. Und das bekannteste Beispiel ist Wasser auf Glas. Hier haben wir den Randwinkel 0. Wenn wir jetzt die Flüssigkeitsoberflächenspannung immer kleiner werden lassen, wird die Benetzung immer besser und irgendwann spreitet die Flüssigkeit. Diesen Fall nennen wir die kritische Oberflächenspannung nach Zismen. Man hat dazu zum Beispiel verschiedene Testtinten, die man mit der Oberfläche in Kontakt bringt. Wenn sich diese Testtinte zu Kugeln zusammenzieht, sprich, wenn wir eine Benetzung haben, aber so, dass der Randwinkel größer ist als 0 Grad, dann haben wir den kritischen Wert von Gamma noch nicht erreicht. Wenn wir jetzt die Oberflächenspannung der Testtinten langsam erniedrigen und schließlich eine Tinte finden, die spreitet, dann haben wir die kritische Oberflächenspannung erreicht. Ein Merkmal einer Festkörperoberfläche, die zum Beispiel für die Beschriftbarkeit wichtig ist. Der Randwinkel, der sich zwischen einem Feststoff und einer Flüssigkeit ausbildet, hat zur Folge, dass sich die Flüssigkeitsoberfläche unter Umständen krümmt. Und zwar vor allem dann, wenn wir zwei feste Oberflächen haben, wie wir es bei einer Kapillare in engem Abstand vorliegen haben. Wenn wir zum Beispiel Wasser in eine Kapillare aus Glas bringen, dann haben wir diese Situation. Aufgrund des Randwinkels, der deutlich kleiner ist als 90 Grad, wird sich hier und hier dieser Winkel einstellen. Und damit das Ganze funktioniert, muss sich hier eine Krümmung ausbilden, die auf der Wasserseite konvex ist und auf der Luftseite konkav ist. Sowas kann aber nur stabil sein, wenn wir eine Druckdifferenz haben. Das bedeutet, die Flüssigkeit muss nach oben steigen, bis genau diese Druckdifferenz erreicht ist. Umgekehrt, wenn wir Quecksilber mit Glas in Berührung bringen, haben wir einen Winkel über 90 Grad. Es bildet sich eine wertige Struktur aus. Der Winkel ist hier und hier einzuzeichnen und das heißt, die Oberfläche ist so gekrümmt, dass auf der Flüssigkeitsseite die konkave Seite ist. In dem Fall sinkt das Flüssigkeitsniveau so weit nach unten, bis der hydrostatische Druck genau diesem Krümmungsdruck entspricht. Bei der Kapillarität muss man unterscheiden zwischen dem Radius der Krümmung, hier rot gezeichnet, und dem Radius der Kapillare, hier grün gezeichnet. Es gibt einen einfachen geometrischen Zusammenhang, und zwar ist der Krümmungsradius der Kapillare durch den Krümmungsradius der Oberfläche genauso groß wie der Cosinus Theta. In die Laplace'sche Gleichung müssen wir auf jeden Fall den Krümmungsradius der Oberfläche einsetzen. Wenn wir den Krümmungsradius der Kapillare einsetzen wollen, müssen wir diesen Cosinus mit berücksichtigen. Im Gleichgewicht ist der Krümmungsdruck gleich dem hydrostatischen Druck und wir erhalten diese Gleichung für die Steighöhe
von Flüssigkeiten in Kapillaren. Benetzende Flüssigkeiten steigen in Kapillaren nach oben. H ist positiv. Nicht benetzende Flüssigkeiten wie Quecksilber werden aus Kapillaren herausgedrückt. Der Krümmungsdruck ist auch wichtig bei Flüssigkeitsbrücken zwischen zwei festen Stoffen, etwa zwischen zwei Partikeln. Wenn wir eine nicht benetzende Flüssigkeit zwischen zwei Partikel bringen, dann ergibt sich eine abstoßende Kraft, weil in diesem Flüssigkeitstropfen, der klassisch so gekrümmt ist, dass auf der Flüssigkeitsseite die konkave Seite ist, der höhere Druck sich einstellt. Wenn ich die beiden Partikel zusammendrücke, wird der Radius kleiner und damit steigt der Druck und auch die Kraft. Ganz anders bei einer Flüssigkeitsbrücke in dieser Art und Weise, die wir zum Beispiel bei Wasser zwischen zwei Glasplatten vorliegen haben. Hier benetzt die Flüssigkeit die Partikel und je näher wir die Partikel aneinander bringen, desto kleiner wird der Radius, desto größer wird der Sog in der Flüssigkeit, also der Unterdruck. In dem Falle wirkt die Flüssigkeit als eine Art Haftmittel zwischen den Partikeln. Wenn wir versuchen, Quecksilber in kleine Poren hineinzupressen, dann geht das nicht ohne Überdruck. Je größer die Pore, desto kleiner der Überdruck. In eine 1 Mikrometer Pore brauchen wir hier zum Beispiel 7,4 bar. In eine 0,1 Mikrometer Pore brauchen wir schon 74 bar. Wenn wir diesen Druckverlauf messen, dann können wir eine Porosymmetrie durchführen. Wir können bestimmen, wie groß die Poren in einer Substanz sind und wie viel Poren vorliegen. Wir fassen zusammen. Wenn wir drei Phasen vorliegen haben, kommt es zur Ausbildung eines Randwinkels. Mathematisch wird das beschrieben durch die Young'sche Gleichung. Wir haben drei Fälle: Nichtbenetzung, Benetzung und Spreitung. Dieser Randwinkel führt dazu, dass in bestimmten Situationen Oberflächen gekrümmt sein müssen, was wiederum dazu führt, dass wir einen Krümmungsdruck haben, was wiederum zur Phänomen der Kapillarität und der Flüssigkeitsbrücken